kannst du immer noch nicht fassen. Ausgerechnet Frauke, sie war eine meiner besten Mitarbeiterinnen. Spiel uns die Aufzeichnung doch noch mal vor. Bitte, Frauke, ich bin doch kein Psycho. Gib mir deine Handynummer, damit ich dich anrufen kann. Nicht immer nur über die Hotline. Na schön, Lukas. Aber bitte mach keinen Scheiß damit. 01-73-42. Und ich schärfe meinen Mitarbeitern wirklich immer ein, niemals am Telefon ihre wirklichen Namen zu nennen. Geschweige denn auch noch die Telefonnummer. Tja, aber diesmal hat sie sich nicht an die Anweisung gehalten. Das Opfer hat eine sehr persönliche Beziehung zu dem Anrufer aufgebaut. Mit diesem Lukas. Es sind über 30 Telefonate. Sehr persönliche Gespräche. Er hat ihr gesagt, dass er unter seinem Sprachfehler leidet. Da hat sie wohl Mitleid bekommen. Also, sie hat keine Freunde oder nur wenig, keinen Partner. Vielleicht brauchte er sie, jemanden zum Reden. Sie war einsam. Und das ist ihr vermutlich zum Verhängnis geworden. Der Spur müssen wir auf jeden Fall nachgehen. Ja, das wäre gut. Ihr meldet euch dann. Alles klar. Danke, ciao. Morgen, Chefin. Hey. Ich hab noch Kaffee mitgebracht. Aus der neuen Bäckerei von gegenüber. Danke. Ja, was anderes als diese Automatenbrühe. Und auch ein paar Teilchen? Mhm. Natürlich. Eins für dich. Und eins für mich. Schmeckt richtig gut. Ja. Hast du auch nicht du gemacht. Hey. Ja, ich habe nicht so tolle Nachrichten. Wieso? Was ist? Dieser Lukas hat auch mehrfach auf dem Privathandy des Opfers angerufen. Auch am Tatabend. Immer von derselben Nummer aus. Die Nummer gehört zu einem Prepaid-Handy, das vor einigen Wochen geklaut wurde. Dem ist Lukas wahrscheinlich nicht sein richtiger Name. Und er hat das Handy geklaut, damit er anonym bleibt. Denke ich auch mal. Das Blöde ist, dass man das Handy im Moment nicht orten kann. Hast du schon mal mit einem Du meinst ein Bewegungsprofil? Mhm. Habe ich schon angeleiert. Wäre natürlich gut, wenn wir rauskriegen, wo der Typ sich meistens aufhält. Vielleicht können wir so sogar seine Privatadresse ausfindig machen. Die Kollegen brauchen aber noch eine Weile. Also? Also sollen Michael und Gerrit irgendwie anders rauskriegen in der Zwischenzeit, wer der Typ ist. Ich glaube... Schönen guten Tag zusammen. Wenn wir Sie mal ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten könnten. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, was Ihrer Kollegin zugestoßen ist. Und jetzt möchten wir Sie bitten, uns bei der Aufklärung des Verbrechens zu helfen. Was können wir machen? Also, so wie es aussieht, hatte Frau Gestein privaten Kontakt zu einem ihrer Anrufer. Es ist gut möglich, dass dieser Mann mit dem Tod ihrer Kollegin in Verbindung gebracht werden kann. Das glaube ich nicht. Wir haben mal einen Anruf mitgebracht, auf dem die Stimme ganz gut zu hören ist. Den spiele ich Ihnen jetzt mal vor. Vielleicht kennen Sie die Stimme. Vielleicht hatten Sie den Mann selbst schon mal in der Leitung. Oder kennen ihn vielleicht sonst irgendwoher. Also hören Sie bitte gut zu, ja? Ich habe wirklich das Gefühl, du verstehst mich. Wir sind uns so nah. Das habe ich noch nie gehabt. Hast du einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Ich wäre gerne dein Freund. Aber du hast mich doch noch nie gesehen. Na und? Ich weiß, dass du schön bist. Das weiß ich von deiner Stimme. Du bist süß. Oh Gott, ist das seltsam. Ja, hat jemand von Ihnen diese Stimme schon mal gehört? Also ich glaube nicht, dass ich mit dem schon mal telefoniert habe. An das Stottern würde ich mich erinnern. Und Sie? Also, eben kam sie mir bekannt vor, aber ich bin mir auch nicht sicher. Okay, der Herr Wimmer, der wird Ihnen noch weitere Telefonate vorspielen. Vielleicht kann sich doch noch jemand von Ihnen erinnern. Und dann verständigen Sie uns bitte. Ich lasse Ihnen mal meine Karte hier. Ja, bitteschön. Danke. Tja, das war ja nicht so der Bringer. Können wir eigentlich nur hoffen, dass uns das Bewegungsprofil des Anrufers weiterhilft. Someone once told me you have to choose what you will or lose. Und? Ach, kein Glück. Das Bewegungsprofil. Aha. Er war zur Tatzeit am Tatort. Ach. Ja. Das macht ihn zumindest vorläufig zu unserem Hauptverdächtigen. Naja. Ansonsten haben die Kollegen festgestellt, dass er dieses Prepaid-Handy immer nur benutzt hat, um die Hotline oder das Privathandy des Opfers anzurufen.
Ansonsten hat er damit gar nicht telefoniert. Und nach den Anrufen hat er das Handy dann jedes Mal ausgestellt. Und von wo kamen die Anrufe? Der muss währenddessen jedes Mal im Auto unterwegs gewesen sein. Ja. Das Handy lockt sich immer wieder in unterschiedlichen Funkzellen ein. Ist kreuz und quer in der ganzen Stadt unterwegs gewesen. Da hat sich also jemand viel Mühe gemacht, seine Spuren zu verschleiern. Das heißt, der Typ kennt sich technisch ein bisschen aus. Ja. Also so wie es aussieht, war er hauptsächlich im Süden der Stadt unterwegs. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber das bringt uns ja auch nicht so wahnsinnig weiter. Was machen wir denn jetzt? Kann ich mal die Stimme von diesem Lukas hören? Ihr habt doch gesagt, dass der stottert. Ja, warte, habe ich noch in der Tasche. So, Moment. Ich würde dich gerne mal treffen, wenn du willst. Was hast du? Ich habe einen Freund, der stottert. Und das Stottern auf dem Band, das hört sich irgendwie, ja, nicht echt an. Wie? Ja, als ob jemand versuchen würde, seine Stimme zu verfremden. Ja, aber das würde erklären, wieso der Mitarbeiterin die Stimme bekannt vorkam. Sie hat die Stimme erkannt, allerdings ohne das Stottern. Ja gut, die Kollegen von der Technik könnten natürlich mal versuchen, das Stottern rauszuschneiden. Ja, und dann spielen wir das Band nochmal vor. Ja, gute Idee. Also Band K11. Ja. Was? Ja gut, danke. Ciao. Die Zeugin, diese Frau Hofmann, die meinte, die Stimme des Anrufers wieder zu erkennen. Die ist verschwunden. Was? Ich habe alle nach Hause geschickt. Die waren total durch den Wind wegen Frauke und jetzt auch noch Tanja. Herr Wimmer, jetzt mal ganz mit der Ruhe. Eins nach dem anderen, okay? Sie ist mit den anderen gegangen. Aber eine halbe Stunde später, da kam ein Anruf von ihrem Freund. Mit dem war sie verabredet, aber das ist überhaupt nie angekommen. Deshalb habe ich mich sofort an Sie gewendet. Also wir können das Handy von Frau Hofmann nicht orten. Das ist ausgeschaltet. Aber Sie können sie doch trotzdem finden, oder? Bitte, Sie müssen irgendetwas unternehmen. Tja, ich habe vorhin schon mit Ihrer Mutter telefoniert, aber die hat auch keine Ahnung, wo sie steckt. Aber was ist denn? Frau Hofmann meinte doch, dass sie die Stimme des Anrufers eventuell erkannt hat. Was ist denn, wenn sie deswegen verschwunden ist? Möglicherweise hat der Anrufer Angst davor, dass sie ihn wiedererkennen kann. Das würde ja dann bedeuten. Ja, ganz genau. Das würde bedeuten, dass der Anrufer hier vorhin bei der Besprechung dabei war. Dann ist er ihr gefolgt und hat sie irgendwie verschwinden lassen. Bitte, Sie glauben doch nicht im Ernst. Einer meiner Mitarbeiter... Herr Wimmer, als wir heute Nachmittag hier waren, da waren noch zwei weitere männliche Personen hier im Raum, außer Ihnen. Thorsten und Karl. Ja, ganz genau. Mit denen müssen wir sprechen. Und mich würde auch interessieren, was Sie in den letzten Stunden gemacht haben. Ich? Hoffentlich finden wir den Typen, bevor er dem Mädchen auch noch was antut. Vielleicht ist ja auch alles gar nicht so schlimm und Tanja Hoffmann hat die Verabredung mit ihrem Freund einfach vergessen. Das glaubst du doch wohl selber nicht, Alex, oder? Ja, aber man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Ich sag dir noch, ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ehrlich. Okay, in Ordnung. Entspannen Sie sich. Alex, ja, hi. Du, wir haben einen der männlichen Mitarbeiter überprüft und auch den Chef des Callcenters. Die Alibis der beiden scheinen zu stimmen. Aber der andere Mitarbeiter, der vorhin bei dieser Besprechung dabei war, Karl Benzle, den erreichen wir nicht. Der Callcenter-Leiter meint, er wohnt außerhalb der Stadt, hat einen Bauernhof geerbt von seinen Eltern. Der Ort heißt Kreuzdorf, habe ich noch nie gehört. Irgendwo im Süden. Moment. Ja, stimmt, das ist im Süden. Kleines Kaff. Drumherum viel Wald und Wiesen. Und die Anrufe von diesem Lukas kamen alle aus dem Süden. Das passt doch. Dieser Lukas die junge Frau tatsächlich entführt haben sollte, dann will der die hundertprozentig verschwinden lassen. Michael, fahrt ihr beide doch zu dem Haus. Wir schicken euch Unterstützung. Hier muss es sein. Bleibt da die Verstärkung. Mist, ich habe überhaupt keinen Empfang. Das macht doch Sinn, oder? Deswegen hat der Typ immer von unterwegs bei der Hotline angerufen, weil er zu Hause keine Verbindung kriegt. Okay. Warten wir auf die Unterstützung oder gehen wir rein? Wir gehen rein. Gerhard, geh du da rein. Ich nehme die Tür.
zu dir. Hey, hallo. Komm. Eine Frage. Wieso? Ich hab sie geliebt, Frauke. Deswegen das Theater? Das zwischen uns, das war was ganz Besonderes. Aber als ich mich dann ihr zu erkennen gegeben hab, da... Du? Du hast mich angelogen. Bitte lass mich erklären. Ich will doch nur mit dir sprechen. Nein, die anderen haben recht, du bist ein Psycho. Bitte bleib hier. Nein! Bitte, ich will doch nur mit dir reden. Bitte! Ich wollte doch nur mit dir reden. Ich wollte sie nicht töten. Es war ein Unfall. Was ist mit Tanja? Ich durfte kein Risiko eingehen. Lebt sie noch? Hey, der Spieler kommt zu dir. Hey, aufwachen, hey. Okay, Schluss jetzt. Runter damit. Jetzt bald. Runter mit der Schaufel, habe ich gesagt. Okay. Los, an die Wand. Die Hände an die Wand. Jetzt bald. Ich wollte das doch nicht. Gerrit, alles okay mit dir? Ja. Wie geht's dem Mädchen? Ja, das wird schon. Aber wir müssen ins Krankenhaus.